Hallo. Schönen guten Tag, Alba hier von der Firma Strommerke. Spreche mit den Herrn Winter. Nein, soll ich den holen? Bitte? Soll ich den holen? Ja, bitte. Ja, Herr einen Moment. Peter Winter. Ja. Hallo, Herr Winter. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Herr Winter. Happy Birthday to you. Melanie, War nicht bist in du der. das? Was geht ab? Wann Aber. kommst du nachher? Herr Winter, wir sind von der Firma Stromwerke. Nee, Entschuldigung. Es war zwar. Du Ich hörst dich an wie mein Babuschka. hab. Ah, zu schön gewesen. Also, ich Egal. hab. Er Wenn sagt, wie die. schön gewesen. Ich hab zwar nicht so eine schöne Stimme, aber das kam aus dem Herzen, Herr Winter. Warte. Du sagst mir den Namen von dem Menschen, der hat gesagt, du hast keine schöne Stimme, ich werde ihn erschießen. Ja, der Kollege hat das gerade Wie gesagt. ist der Name vom Kollegen? Gib mir den. Das ist der Giselberg. Giseberg, warte, ich werde aufstehen. Genau. Gib mir den, ich werde ihn beleidigen. Nein, alles gut, Herr Winter. Wir Oh, beide haben es gut. Wir lassen ja. es keiner an uns ran. Also, wir arbeiten Niemals. mit den Ich habe verschiedensten Kalaschnikow. Grundversorgern. Genau, Herr Winter. Da. Wir arbeiten mit den verschiedensten Grundversorgern zusammen. Wir suchen den günstigeren Stromtarif in der Region raus. Wie viel zahlen Sie denn aktuell im Monat an Strom, Herr Winter? Viel zu viel, Lien. Wie viel denn? Ich helfe Ihnen. Oh. Heute schenke ich Ihnen was. Ist ja auch Geburtstag. Was kriege ich denn Genau. sonst? Kannst du mir das Lied singen nochmal nachher? Okay, wenn wir auflegen, dann singe ich das nochmal, ja? Geile Blöd, finde ich super, vielen Dank. Warte, Gerne. muss ich überlegen, was Blöd, nee, das war 60 Euro? 61 60. Euro irgendwas, keine Ahnung. Okay, und wie viele Personen sind Sie im Haushalt oder leben Sie Ich alleine? habe eine kleine WG aus 4 Leuten. 4 Leute, okay, dann Ja. schaue ich eben mal nach für Sie, ja? Okay. Ich gehe davon aus, dass Sie kaum zu Hause sind, oder? Herr Winter? Nur oft Party machen, aber auch oft zu Hause Party machen, weil anders Cool, komme wo ich. denn? Ich komme mal auch. Ist das eine Hausparty? Das ist immer Hausparty, weil das ist die beste Party. Da hast du kein teures Getränk, da hast du keine Arschlöcher, hast du keinen Scheißendreck Musik, hast du gutes Ja, das Wetter, das du stimmt. haben willst und immer gut. Nachbarn haben wir auch schon erzogen, die nicht mehr Polizei rufen. Cool. Sie machen die Ja. Nachbarn mit, nicht wahr? Manchmal dürfen die kommen, aber die müssen auch Okay. was mitbringen. Weil Heute wird sonst auch sind die weg. gefeiert. Natürlich! Ich habe heute Morgen, habe ich Chef angerufen und gesagt, ah, die blöd, Fuß verstaucht, wir seid heute Morgen dabei. Ah, Jetzt gerade kleine Pause machen und schon wieder geile Geschenke. Ganze Tag geile Geschenke. gut. Cool. Dann ist ja gut, dass ich Sie jetzt Da, anrufe. was ist denn Ein da los? Moment eben, Herr Winter, ja? Ja. Ein Moment. Ja. Sie hat mir, habt ihr gehört? Sie hat mir wirklich lieb gesungen. Okay, Herr Winter? Da. Also aktuell zahlen Sie 720 Euro, ne? Nee, 61. Im Jahr 720. Also Ja. 60 mal 12 sind Ja, 720. woher soll ich das denn wissen? Okay, also ich habe hier was für Sie für 628 Euro. Das Warte, wäre, Sie haben Ersparnis. ich muss jetzt mal so tun, als ob ich das bei Kopf rechnen kann. Ist zwar gelogen, aber ist ja egal. Ist nicht schlimm. Aber Sie würden dann im Monat nur noch 50 Euro zahlen statt 60. 50? Ja, 50. Und was ist Sind Sie mit. gerade bei der Stadtwerke? Nee, ich bin zu Hause. Nee, bei dem Grundversorger Stadtwerke. Was heißt das? Heißt der Grundversorger Stadtwerke oder bei welchem Grundversorger sind Sie? Wie heißt der? Ja, die Firma ist Stadtwerken. Okay, super. Aha. Herr Winter, ich würde Ihnen das Ja. gerne einmal zukommen lassen, damit Sie sich das durchlesen können, ja? Was durchlesen? Ein Geburtstagsbriefen? Ja, ich schreibe eine nette Nachricht da drauf, ja? Ja, gib mir Handynummer, ich werde dir auch schreiben. Du hörst dich sehr nett an. Oh, danke schön. Bitte Peter schön. heißt du, ne? Peter, ja, Peter. eigentlich heiße ich Piotr, aber viele Leute können mich Pietro, hast du auf Facebook? nicht Pedro, Piotr, russisch Peter. Piotro. Piotr, aber Piotro.
Piotr. Ach, ist egal, sag einfach Peter. Ich bin gewöhnt, dass Leute Peter. Meine Scheißnamen nicht aussprechen. Okay. Jetzt, Peter, hast du auf Facebook? Nee, ist zu gefährlich wegen Amerikanski. Ah. Hast du Skype? Nee, Skype habe ich leider nicht. Ich kenne mich bei Skype gar nicht aus. YouTube auch nicht. Was hast du denn? Ich habe nur Facebook, Instagram habe ich. Instagram. E-Mail habe ich auch. E-Mail. Willst du meine E-Mail aufschreiben kurz? Ja, ja, Peter? Gib mir Instagram. Muss ich mal Instagram hast du auch? Ja, nee, du sollst mir geben. Da kann ich mal gucken, ob das ist genauso. Okay, guck mal schnell. Ja, komm, Instagram, guck mal schnell. Ja? Y, ich bin eine Rothaarige. Oh. T. Dann komme ich direkt raus. T wie Theodor? Nee, ja, T wie Theodor zum Schluss, ja. Ah, okay. Mal gucken, warte mal. Okay. Ach, guckst du schon, Peter? Na klar, aber. Ja, okay. Instagram, warte mal, oh, ich hab schon ein bisschen zu viel trinken heute, glaube ich. Oh. Ist eine gute Geburtstagsparty. Ja, so soll das sein, ne? Ah, hallo, hübsche Devuschka, hast du Hundi, kleine Hundi? Ja, ich hab einen kleinen Chihuahua. Ah, blöd. Dann musst du aufpassen, bei mir rufen immer die Leute von Dinner for Dog an und wollen mir scheiß Hundefutter verkaufen. Oh! Ja, oh, das ist okay. Wie heißt das Hündchen? Mavis, das ist auf Türkisch, ne? Ah, was heißt das? Ich bin Türkin. Mavis heißt blaue Augen, weil der blaue Augen hat, so bläulich halt, ne? Bist du von Istanbul an, meine Schwester? Nee, nicht aus Istanbul, Quatsch. Wir sind aus, also, ja, also ich komme aus Istanbul, aber wir sind aus Hamburg. Das Firma oder das Telefonnummer? Genau, Firma. Firma, bist du selber bei Hamburg? Ja. Da muss ich aber ich komme normalerweise aus Düsseldorf. Und dann fährst du jeden Tag nach Hamburg? Das würde ich ja nicht. Nein. Nein. Also ich komme aus Düsseldorf, ne? Meine Eltern wohnen noch da. Ach so. Oh, du hast diese Hund, ich mag das Hund. Oh. Wir haben bei Garten haben wir Otter. Kennst du Otter? Ja. Das sind so tolle Tiere. Ja, das stimmt. Oh, Peter, hast du auch eine E-Mail-Adresse? Na klar. Kannst du mir die einmal durchgeben, bitte? Ja, big, wie groß. Ja. Dick, D-I-C-K. Also nochmal P und dann? Nee, big, wie groß auf Englisch, B-I-G. Ah, big, ah, okay, ja. Und dann dick, D-I-C-K. Ja. Dimitri. Dimitri? Dimitri ist mein zweiter Name. Ja. @gmail.com. @gmail.com. Okay. Da. So, Peter, ich brauche nochmal die Zählernummer und die Kundennummer. Die ist auf der Jahresabrechnung drauf. Kannst du die kurz holen? Nee, weißt du, Gmail ist kostenlos. Da habe ich keine Rechnung bekommen. Oder ich muss die Jahresabrechnung von der Stadtwerke. Aber was haben die mit E-Mail zu tun? Achso, nein, ich schicke dir das doch gleich per E-Mail zu. Ich dachte, du willst mir ein Bild von dir schicken. Ach so, ja, das können wir später machen. Nur ich muss nur ganz kurz hier alles fertig machen, dann können wir gleich reden, ja, Peter? Reden oder schreiben? Oder beides? Schreiben und reden, beides. Ja, geile Nummer. Aber ich glaube, da muss ich mal bei Hamburg kommen, wa? Ja, geil. Oder ich komme einfach. Ja, wohin denn? Wo wohnst du denn? Das ist doch hier Husum, Nordsee, ne? Das ist so die Nordsee. Ist gar nicht so weit. Da komm ich mal zum Urlaub machen. Dann besuche ich dich mal, ja? Ja, da können wir zusammen auf Sylt fahren. Mein Familie hat Strandhaus. Da können wir Party machen. Cool, dann machen wir da Party. Dann feiern wir deinen Geburtstag nach. Ja, ich werde meinen Geburtstag, weißt du, ich habe so viele Kumpel bei Deutschland, eines bei Süden, eines bei Norden, eines bei Russland, eines bei Kalkutta. Ich glaube, ich werde meinen Geburtstag dieses Jahr noch paar Mal überall feiern, ne? Ah, ja, so soll das sein, Peter. Das ist ja auch wichtig. Peter, hast du eine Jahresabrechnung, die du zur Hand nehmen kannst von der Stadtwerke? Ja, warte mal, ich werde mal zum Büro laufen. Mach mal in Ruhe, ja, Peter? Ja, ich sollte besser. Dann können wir auf Instagram schreiben, ja? Und wie findest du meine Bilder? Ah, sau geil, Blatt. Ist das dein Mann da auf das Bilder? Bitte? Ist das dein Mann auf das Bilder? Mein Mann? Ich hab keinen Mann. Nee, da hast du ein Bild mit so einem Typen, mit Anzug.
Anzug, 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 das kann mein Cousin sein, weil der vor kurzem geheiratet hat. Ah, aber ist nicht dein Mann? Nein, 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 mein Cousin kommt aus Belgien. Belgien? Was macht der da denn? Ja. Ist doch voll kalt da. Ja, der kommt aus Belgien, der hat da geheiratet, der hat jetzt Familie da vor kurzem, vor 3 Monaten oder so hat er geheiratet da. Das ist doch cool, weil wenn das dein Mann gewesen, dann hätte ich töten müssen, weil ich keine Konkurrenz hatte. Keine Konkurrenz hier für die Keine Mann. Konkurrenz, Peter, ich bin noch Single. Noch, mit der Betonung auf noch. Ja, also ich warte auf den Mann meines Lebens, ne? Ja, also, was willst du weiter warten? Eben. Und ich brauche halt einen reifen Mann, ne? Was bringt mir halt so ein Mann, der keine Ahnung vom Leben hat? Richtig, was willst du mit kleinem Kind? Weißt du, ich habe... Richtig, richtig, da verstehst du mich, Peter, ne? Ich habe mit 23 habe ich eigene Firma angefangen, weil alles andere ist Scheißdreck. Stimmt. Peter, hast du auch Gas? Ja, du meinst du Tränengas? Ich habe hier bei Schrank ganz viel für das Angestellten. Also meinst du, nein, ich meine jetzt generell, ob du in der Wohnung Gas hast. Nee, aber wir haben bei, wie heißt denn, bei Firma, haben wir. Okay, kein Problem, dann machen wir erstmal Strom. Hast du die Zählernummer und die Kundennummer? Ja, warte, ich hab das Ordner bei Hand. Okay, Gerke, dann guck mal bitte. Kein Problem, mach in Ruhe. Ich habe wichtige Business-Date und ich warte. Geh schon mal das bei Eisschrank, wir wollen gleich trinken. Entschuldigung. Wer will trinken? Na, die Kumpel Kein sagt, Problem. Ich soll endlich kommen. Sagt, ich habe gerade was Wichtiges zu Ja, tun. Ich brauche nur noch mal die Kundennummer und die Zählernummer und dann machen wir nur noch mal eine Zusammenfassung. Ah, und dann, beruhig dich. Eben, die Kumpeln sollen die sich mal beruhigen. Also du hast ja nicht öfter so eine attraktive Frau dran, ne? Das ist richtig. Deswegen. Das ist richtig. Und du kannst richtig. Auch nur einmal bei Leben vielleicht jetzt öfter die Ehre mit Dimitri zu reden. Eigentlich ja, genau, du hast recht. Machst du schon lange Arbeit bei Telefon? Okay, also hast du die Zählernummer und die Kundennummer? Ja, aber ich habe vielleicht auch gute Idee für dich. Kannst du auch so richtig ernst sprechen, so richtig, als wärst du wütend? Kannst du mal machen? Ja, soll ich mal? Ja, warum sollte ich das, Peter? Warum soll ich Weil wenn du das kannst, habe ich vielleicht ein gutes Angebot für dich. Weil du suchst ja was Gutes, hast du gesagt. Ja, genau. Mach mal so richtig, als würde ich dir Geld schulden. Mach mal bitte. Geld schulden? Soll ich jetzt hier ausrasten, Peter? Und dann mach mal ein bisschen aggressiver. Nicht, weißt du, aber auf Business-Level, so ein bisschen Druck machen, aber nicht beleidigen, okay. Nicht anschreien, nicht mit Kalaschnikow drohen, einfach so ein bisschen, Geld muss herkommen. Auf drei, so. Warte, eins, Adin, zwei, drei. Peter, du bringst mich zum Lachen aber. Oh, ja, ich halte ja schon meine Schnauze. Aber du bringst mich immer zum Lachen. Ja, komm, probier mal. Okay. Peter, ganz ehrlich, du schuldest, also immer, okay, du wolltest zählen, ja? Ja, ich muss zählen, weil sonst ist ja nicht richtig. Eins, okay. Zwei, drei. Peter, ganz ehrlich, du schuldest mir. Sorry! Ich schulde dir Candlelight-Dinner oder Candlelight-Dinner. Du schuldest mir Geld, Peter. Überweis mal auf meine IBAN, komm, ich gebe dir meine IBAN jetzt durch. Da, du überweist jetzt Geld auf meine IBAN. Ich werde dir... Ja, auf mein Konto meine ich. Ja, wir können ja mal probieren. Gib mir deine IBAN-Nummer. Okay, ich geb dir meine IBAN-Nummer. Ja, du bist voll Golddigger. Einen Moment. Du nutzt das voll aus, dass ich besoffen habe. Okay, ich geb einen Moment eben, ja? Da. Ich geb dir einmal meine IBAN. Überweist du mir dein Geld? Ja, du bist voll Golddigger. Du nutzt das voll aus, dass ich schon getrunken habe. Ich bin goldig, ne? Oh, danke schön, Peter. Du bist aber auch goldig. Ja, natürlich. Nee. So, ich geb dir jetzt meine IBAN. Überweist du mir dein Geld? Wie viel möchtest du haben für geile Candlelight-Dinner? Okay, dann lade ich dich zum Essen ein. Aber indem du mir das Geld einmal auf mein Konto überwiesen hast. Ja, aber wie viel kostet geiler Abend mit Candlelight? Nein, das war ein Scherz. Hast du die Kundennummer und die Zählernummer? Ja, das ist DR73, ist von Ivan. Von dir jetzt? Da. Wolltest du... DE73. Nee, Quatsch, du wolltest mir ja deine geben. Oh, blöd. Ja, soll ich erst meine geben? Dann gibst du deine, okay? Ja, dann können wir IBAN tauschen und dann können wir die Bilder tauschen. Okay, also DE 19. 19. 30. 30. 55. 55. 00. 00. 0. Also viermal die 0, Peter, ja? Viermal 0.
Genau. Bliert, okay. 1-0. 1-0. 0-1. 0-1. 2-4. 2-4. Bist du viel zu lang? 0-6. Ja, das ist das IBAN. 0-6. Ich dachte, du gibst mir Telefonnummer. Achso, nee, die oh. IBAN. Ja, okay, aber ich habe aufgeschrieben. Es ist fertig gewesen. Okay, kannst du mir... Ja, hast du jetzt die Kundennummer und die Zählernummer, Peter? Ja, na klar, na klar. Welche ja, dann gib mir die mal einmal bitte durch. Da, keine Problem. Aber du kannst okay. das mit ernster Stimme müssen wir gleich nochmal machen. Okay. Okay, machen wir gleich. Ich muss das nur einmal fertig machen, dann können wir gleich in Ruhe telefonieren, da, ja? Jetzt einmal die Kundennummer, Zählernummer, bitte. Ja, ist ja gut. Kundennummer. Nee, warte, ja. Das ist falsche Seite. Das ist Krankenkasse, habe ich hier. Warte. Okay, mein Name ist. Nee, das ist gut. Hier, 618. Ja, Kevin Richter. Ja. 130. Ja. 12. Ja. 040. Okay, und die Zählernummer? Zellennummer ist das andere da, ne? Das genau, das kann ja, das genau, ist das. Das ist das. Da, sehr gut. 531. Ein Moment eben, Peter. Verbrauchsabrechnung. Sami. Okay, kann auch sein. Da, keine Ahnung, ich bin betrunken. 53. Du bist betrunken? 5-3, ja? Noch nicht ganz, aber das gute Gefühl, mein Kopf. Okay, kein Problem. Ich lauf gleich mit dir. 5-3, erzähl weiter. 1-6-9. 1-6-9. 4-9. Ja? 8-9-7. 8-9-7. Okay. Hast du auch ein exklusives Girokonto hier in Deutschland, Peter? Bitte, ich war gerade draußen bei Leitung. Hast du hier ein existierendes Girokonto in Deutschland? Ja, ne? Schrei mich doch nicht an! Entschuldigung, das ist hier so laut. Was machen die denn die anderes? Haben die auch Geburtstagsparty? Wir haben viele Kunden, weißt du, Peter, deswegen. Ist das bei euch? Ich wollte einmal die IBAN, Peter. Guck mal bitte auf... Schreit ihr immer an eure Kunden? Nein. Aber du hast auch gerade so gut geschrien. Weißt du, ich habe ja gefragt, ob du kannst du ernste Stimme machen. Weißt du, ich habe ihn. Entschuldigung. Ich habe ihn Kasse. Aber hörst du mich denn so, wenn ich so normal rede? Ja, ich höre dich. Du hast so sexy, okay. So sexy Unterton bei Stimme. Oh, danke schön. Ja, jetzt muss ich danke, dir, danke, muss ich mein dir, Lieber. Jetzt muss ich dir aber noch sagen, weißt du, ich habe ja Inkasso-Firma. Kennst du Inkasso? Ja. Und wir haben ja, bevor wir Team hinschicken, zu Geld eintreiben, dann erstmal lieb anrufen und sagen, hier, wir machen auch Hausbesuche, aber wir bevorzugen den Bankweg. Da könnte ich Leute brauchen mit schöner Stimme, wie du sie hast. Und vorher bei der okay, aber ruft die denn auch die, aber aus der Nordsee ist das denn, oder? Na, richtig. Oder gibt's das auch hier in Düsseldorf? Nee, das ist hier bei... In Hamburg? Bei Hamburg, bei Stade. Kennst du Stade bei Hamburg? Nee. Das ist ein bisschen links unten. So eine halbe Stunde mit S-Bahn. Okay. Und da bist du bei okay. Reise, hast du geile Luft, hast du geile Menschen und da hast du dann geile Headset, hast du geile... Ja, ich melde mich dann bei dir, ja, Peter? Ja, kannst du mir bei bigdigdimitri@gmail.com kannst du mir schreiben. Okay, schreib dir, ich notiere gleich dann die Adresse ganz heimlich, so dass das mein Chef nicht mitbekommt. Ganz heimlich, und dann schreibe ich dir per Mail, ja? Du redest die ganze Zeit von nichts anderes und jetzt willst du heimlich machen. Ja, aber nee, ich meine das ja generell, deswegen. Hast du auch eine IBAN, Peter? Ja, habe ich dir doch schon gesagt. bigdigdimitri@gmail.com. Die IBAN. Hab ich dir doch. Oh, ist da Foto? Da steht auf dem Kontonummer drauf. Warte mal, Kontoauszug. Oh, ist da Foto von dir in Bikini, Blät? Hammer, oder da, das bist du. Oh, nee. Bitte. Ist bei dir Freund bei Instagram, sind da noch andere Bilder? Nee, die haben mich ganz gut, die möchten mich nur veräppeln. Ich hab keinen Freund, Peter. Das hab ich ja verstanden, ja, aber wenn man mit Instagram, wenn ich da bin, gibt da noch mehrere heiße Bilder. Ja, ciao. Oh, da ist... Welcher Kumpel denn? Wen meinst du denn jetzt? Da ist grad nicht. Da ist Foto mit Pitbull. Ach so, das ist ein Bild vom Internet. Ah, du kannst doch nicht einfach Bilder vom Internet nehmen. Darf ich das Bild doch, kann ich doch. Darf ich das Bild von deinem Hund nehmen? Ich finde das toll. Ja, das ist toll, ne? Darf, ja, darf ich find's ich, auch darf toll. Darf ich das nehmen? Ja. Danke. Geil. Bitte. Super. So, jetzt brauche ich einmal die IBAN, Peter, ja? Die steht auf dem Kontoauszug drauf. Hast du auch Webcam, Blair? Webcam? Da.
Nein. Oh, muss ich dir einen kaufen? Das kann man nicht so machen. Okay, wir machen das schon, ja? Ja. Nur ich muss einmal ganz kurz hier weitermachen, Peter. Kein Problem. Ich brauche einmal die IBAN. Ja. IBAN, die fängt mit DE an, DE. Blöd, wir haben Schulen in Russland. Ich weiß, wie ein DE-Nummer geht. Super, erzähl mal. DE55. Ja. 604. Ja. 210. 210, ja. 01. 01. 4 mal 0. 1, 2, 3, 4, ja. 5, 5. 5, 5. 0, 3. 0, 3. 9, 1. 9, 1? 9, 1. Okay, ja. Da. Und wie viel Geld schickst du mir? Oh, Moment mal ganz kurz. Da. 2 mal 9, 1. Nee, nur eine, Mann. Ich habe nur wieder Code, okay, weil ich... Okay, guck mal, ich sag nochmal. 5, 5. Peter, 5, 5. Da. 6, 0. Da. 4, 2, da. 1, 0, da. 0, 1, da. 1, 2, 3, also 4 mal die 0? Ja, 4, 0. Okay, 4 mal die 0, ne? Da, richtig. 5, 5. Ja. 0, 3. Das ist richtig. 9, 1. Richtig. Ein Moment. Da. Ja, wozu brauchst du das überhaupt? Einen Moment eben, Peter, ja? Schau mal, das, hier scheint es richtig... Sehr guter Peter. Zu viele Zahlen. Zu viele Zahlen. Zu viele Zahlen, sagt der, Wie zu viele Zahlen? Moment mal ganz kurz, ja? Ja. Einen Moment eben. Willst du auch Tequila Sunrise haben? Weil da ist eine, zwei Zahlen zu viel. Warum? Moment mal ganz kurz, Peter. Ich bin gerade auch selber ein bisschen... Bist du auch ein bisschen betrunken? Ein bisschen. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eine Zahl fehlt. Eine Zahl fehlt? Eine Zahl fehlt. Überleg mal ganz gut, Peter. Warte mal, ich muss selber nochmal aufschreiben. Warte. 4, 4. Ah, das letzte, das bei den 1, ne? Da musst du noch ein 2 ja. dazu machen. 2, ne? Da. 2 muss noch dazu oder eine 0? 2 muss dazu, keine 0. Wir haben schon 4-0, das schon. Ne. Wir haben bei ganzen Nummern 7-0, ne, 8-0, das bringt Unglück. Moment mal, nochmal. Oh, also 5-5, ja. 6-0, 4-2. 1, 0, 0, 1, 0, 0, also 4 mal die 0. Da. 5, 5, richtig. 0, 3. Richtig. 0, 3, 9, 1. Oh, du verwirrst mich. 9, 1 und dann was noch? Soll ich dir das einfach bei E-Mail schreiben? Ist vielleicht einfacher ja. für dich. Ja, kannst du mir kurz eine E-Mail da schreiben? Da? Ja, gib mir E-Mail. Aber schau mal, nach der 1, was kommt denn nach der 1? Nach welcher? Da sind 3 1 bei der Nummer drinnen. Da sind 3 Einsen? Da. Ganz am Ende meine ich. Hä? Oh, ganz am Ende kommt ja die 9 1. Was kommt danach? Du machst meinen Kopf ganz verrückt mit deiner schönen Stimme. Oh. Was kommt denn nach der 9-1, Peter? Nach der 9-1 kommt ein 2. Habe ich doch schon dreimal gesagt. Aber 2 geht nicht. 2 gibt's nicht. Willst du mich ärgern? Das ist nicht okay. Nein, ehrlich nicht. Komm, schick mir das mal per Mail, ja? Ja, gib mir E-Mail. Schreib du mir E-Mail, da kann ich antworten. Ja, genau. Schreib mal. Ja. Warte mal ganz kurz. Da muss ich erst Gmail aufmachen. Warte. Neue Subscriber. Ganz kurz, ich kenne meine E-Mails. Kannst du die Bankleitzahl auswendig? Das steht doch da mit drinnen. Warte. Nee, ich meine jetzt generell, kannst du die Bankleitzahl und Kontonummer auswendig? Die mit Gmail. Warte, ich bin gleich drinnen. Ich habe hier kein Internet. Ich habe hier kein Internet. Ich kann nicht ins Internet reingehen. Jetzt bin ich extra bei Computer gelaufen. Du hast mir 10 Sekunden mein Leben gekostet. Ich kann leider, ich habe hier kein Internet.
Sag mir mal bitte die Bankleitzahl und die Kontonummer bitte. Das, ich habe dir schon dreimal jetzt gegeben. Du musst hier nur das. Nein, erste, das war die IBAN. Ja, das aber, war die IBAN. Ja, warte mal. Du musst am Anfang musst du DE55 wegnehmen und danach kommt ja Kontonummer und Bankleitzahl automatisch. Das ist die. Da fehlt eine 2, sagt er. Wer ein Moment, Peter, ja. Gibt's nicht. Was gibt's nicht? So. Nein, ich rede gerade mit dem Teamleiter, Peter. Warte mal ganz kurz, Chef. Bitte. Peter, dann gib mir mal deine Kontonummer, Peter. Nein, Teamleiter. Peter, gib mir mal ganz kurz nur noch deine Kontonummer, dann sind wir fertig, ja? DE55. Ja. 604. Ja. 210. Das ist die Kontonummer, ne? Ich habe keine Ahnung. Okay. Und die Bankleitzahl? Weiß ich doch nicht. Ich hab da weiß nicht, das ist ein großes Nummer. Aber hast du deine Karte gerade in der Hand? Bei welcher Bank bist du denn? Du willst gar nicht wissen. Lydia sagt schon. Welche Bank bist du denn, Peter? Postbank. Holzbank? Holzbank. Postbank, nix Holzbank. Holzbank? Na, Postbank! Du bist auch so eine Holzbank. Du bist auch so eine Holzbank. Wo? Welche Volksbank? Hühner, nee, Nordsee, ne? Was ist mit Hühner? War das? Nee. Wo sind Hühner? Warte mal ganz kurz, warte mal. Ey, du Husum, verarschst Husum. Mich doch, du bist Melanie, du willst mich nur verarschen. Nein, ich komm nur gerade nicht warte. Klar. Komm mal das Frau. Warte mal kurz, Peter, bitte. Ich mach das jetzt für dich fertig. Hallo, Melanie, bist du ja? Hallo? Hallo? Nein, Peter, ich bin's, Eileen. Nee, ich bin Rakesh, hallo. Der verarscht dich. Hallo. Okay, einen Moment eben. Melanie? Welche Karte hast du denn, Peter, in der Hand? Nee, Peter sitzt neben, willst du wieder den Peter haben? Ja, ich möchte den Peter bitte haben. Hallo, Babuschka, wie geht dir? Peter, bitte, nimm mal deine Karte jetzt zur Hand, ja? Ich hab was anderes in der Hand. Das geht gerade, was muss ich weglegen? Aber die Nummer. Die Karte hast du jetzt in der Hand, ne? Die Nummer muss aber richtig sein. Ich kann dir auch genau sagen, warum. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Weil das, du hast mir ja vorhin deine IBAN-Nummer gegeben und ich habe dir einfach rückwärts vorgelesen. Das heißt, du hast mich vorhin angelogen. Hä, wie? Du hast mir doch deine IBAN-Nummer gegeben. Ich habe aufgeschrieben und habe dir das einfach rückwärts vorgelesen. Da ist das gar nicht. Ja, dann das ist das doch falsch, wenn du es mir rückwärts gibst. Na, du sagst doch, da fehlt eine Zahl. Dann hast du mich ja angelogen. Mein Herz geht kaputt, Blied. Hä? Dann haben wir doch gesagt, dass du meine Telefonnummer haben willst. Als du meintest, das ist zu lang, dann habe ich doch aufgehört. Ja, dann gib mir deine Telefonnummer, Blöd. Ich komme mir langsam verarscht vor hier. Ach, Peter. Oh, du willst auch nur mein Geld haben. Nein. Doch, ich kenne auch die Frauen doch. Peter, du hast gerade Ersparnisse bei uns, ja? Jetzt mal ernsthaft. Was ist mit Spanien? Du hast Ersparnisse bei uns. Nee, ich kann nur Deutsch, Russisch und Englisch. Weiß nicht, was willst du jetzt mit Spanisch, Blair? Sparen, du sparst ja bei uns. Deshalb will ich dir das hier einmal zukommen lassen. Aber warum lügst du mich an, Devoschka? Du hast doch während des Gesprächs hast du doch gesagt, die Telefonnummer ist aber lang. Da. Und dann hast du gesagt, dann haben wir doch abgebrochen. Oh, blöd, mein Herz bricht auch gleich ab. Warum lügst du mich an bei erster Date? Das ist nicht die Ach, Peter, komm, was... Also komm, wir sind erwachsene Leute, du bist erwachsener als ich, ja? Ja, also so? Bitte, auch wenn du ein bisschen Alkohol getrunken hast, bitte. Ich mache jetzt mit dir zusammen die Aufnahme, dann tragst du deine Kontonummer später ein, ja? Okay, sehr gut. Mein Gott, Peter, ey. Nee, nur Peter, ich bin nicht Gott. Ja. Aber du bist mein Göttin. Also du hast kein existierendes Girokonto hier in Deutschland? Was hab ich? Kein existierendes Girokonto hier in Deutschland? Na doch. Ja, dann willst du die IBAN nicht geben, Peter. Dann sag mir, nein, ich möchte die IBAN nicht geben. Warum hältst du mich denn die ganze Zeit auf? Wir müssen weitermachen. Danach können wir quatschen, habe ich doch zu dir gesagt. Nein, ich glaube nicht, dass du da hinterher... Die sagen immer, wir werden hinterher sprechen und dann nie wieder anrufen. Ich kenne das doch. Du hast doch mein Instagram, Peter. Ja, ich habe dein Instagram. Oh, blöd. Wenn du ja, wüsstest, wenn du kannst mir auch bei Instagram...
Ja, kannst du mir sexy Bilder schicken? Ja. Da? Wie viel kostet? Wenn du mir die IBAN, gibst. Oh, das ist Erpressung, blöd. Das ist nicht in Ordnung. Gut, dann mache ich jetzt die Zusammenfassung, okay. Peter. Ja, falls du irgendwelche Fragen hast, dann nach der Aufnahme, ja? Okay. So, Herr Peter Winter, dann fangen wir jetzt mit der Aufnahme des elektronischen Auftragsformulares an, damit wir auch all das erhalten, was wir, warte mal kurz, was wir miteinander... Wenn wir das jetzt, ist das jetzt offiziell in Aufnahmen? Ja. Weil dann musst du ja das Namen nehmen, was steht bei Ausweis, dann musst du Piotr sagen. Piotr, wie wird das geschrieben? P. Ja. I, O. Ja. T. Ja. R und ein I. Piotr. I. Piotra. Piotr. Piotr, okay. Piotr. Okay. Also wir dann so, Herr Piotr, dann fangen wir jetzt mit der Aufnahme des elektronischen Auftragsformulares an. So. Damit wir auch alles erhalten, was wir miteinander besprochen haben, zeige ich. So, nicht so schreien. Zeige ich diesen Teil des Gesprächs auf. Ist das in Ordnung für Sie? Dann bitte einmal ein Ja dazu. Ja, darf ich auch aufnehmen? Moment, ja. Danke. Ich habe gesprochen mit dem Herrn Piotr Winter. Ist das so richtig? Dann bitte nochmal ein Ja dazu. Da, richtig. Ja. Ihr Geburtsdatum ist der 13.07.1971. Ihr derzeitiger Stromversorger lautet Stadtwerke Husum. Die dazugehörenden Kundennummer lautet 61813024. Sind Sie selbst der Vertragspartner oder handeln Sie im Auftrag von irgendjemandem? Das Vertragen? Das ist der, hat ob Sie der Vertragspartner sind, ja. Sie sind der Vertragspartner. Das hat der Kumpel hier von, das hat das WG gemietet. Der ist der Chef von Vertragen. Wie heißt denn der Chef? Der Rakesh. Oh, Herr Peter, können Sie mir den nochmal geben, bitte? Mit dem hast du eben gesprochen, da wolltest du nicht mit dem sprechen. Kannst du, läuft das über ihn? Der kann das alles machen, ich habe keine Ahnung von solchen Sachen. Okay, kannst du mir den kurz geben, weil ich brauche nochmal seinen Namen und sein Geburtsdatum. Kannst du mir den nochmal geben, Piotr? Piotr, sag meinen Namen richtig. Das ist wie bei Piotr. Kaisenberg. Piotr. Piotr. Da. Rakesh, du Hund, komm bei Telefon, bring mir die Tequila. Nein, nur weil ich Russe bin, muss ich nicht immer Wodka trinken. Bring die Tequila, komm hierher. Sofort. Hallo? Hallo. Können Sie mir nochmal Ihr Geburtsdatum sagen, bitte? Was soll ich machen? Ihr Geburtsdatum. Warum? Damit ich das läuft ja über Sie, haben Sie doch gerade gesagt. Was denn? Der Stromvertrag. Was ist mit Stromen gewesen, bitte? Genau, ich habe das Günstigste jetzt für Sie rausgesucht und ich würde Ihnen das gerne einmal zukommen lassen. Nur ich brauche jetzt Ihr Geburtsdatum, Ihr Vor- und Nachnamen nochmal, bitte. Ich habe das Rechnung überweisen, ich habe das bezahlen. Sie bitte keine Mahnung schicken, ich habe das bezahlen. Wirklich? Ja, nein, wir suchen das Günstigste für Sie raus. Soll ich Sie das von Überweisung, soll ich Sie das Checking-Number geben? Da können Sie gucken. Nein, Sie verstehen mich nicht. Schauen Sie mal. Wir arbeiten mit den... Okay. Ja, Sie haben es bezahlt. Ja. Wir arbeiten mit den verschiedensten Grundversorgern zusammen. Wir würden gerne den günstigeren Stromtarif in der Region raussuchen. Jetzt habe ich das Günstigste für Sie rausgesucht. Für den Piotr? Nein, für Sie. Sie haben es ja bezahlt, oder nicht? Ja, das Rechnung bezahlen. Kein Schulden mehr. Okay, super. Wann ist Ihr Geburtsdatum? 1. April. Und dann? 1900? 81. Okay, wie ist Ihr Vorname? Bitte nicht Polizei anrufen. Nein. Wie ist Ihr Vorname? Rakesh. Wie wird das geschrieben? Rakesh, wie man das redet. Okay, und der Nachname? Balawat Gadi. Wie wird das geschrieben? B. Ja. H. Ja. A wie das Anus. Ja. G. Ja. Dann Hühnchen. Was? H, wie, ja. Hören. Wie, ja. Wie das Hühner. Ja. Dann G. Ja. Y.
Ja. G? Ja. W? Ja. A? Anton? Ja. Dimitri? Ja. Indien? Bagi Gabdi? Ja. Hallo? Okay, ein Moment. Bagbadi? Ja. Bagibadi. Ja, ja. Ist indischer Name. Okay, ist indischer Name, okay. Sind Sie schon mal bei Indien gewesen? Nein, noch nicht. Okay. So, Herr Rakesh. Sollen Sie das, dann, sollen Sie bei Firma arbeiten? Wird das bei, Inkasso? Genau. Ja? Okay. So, nein, schon, ja, ja. Die Schulstraße 67 ist richtig, ja? Ja, ja. Okay. Haben Sie ein existierendes Girokonto hier in Deutschland? PayPal. Haben Sie ein existierendes Girokonto hier in Deutschland? Das Geld immer hinbringen. Genau. Ja, ja, richtig. Können Sie die IBAN auswendig? IBAN? Das, genau. Account Number? Genau. DE? Ja, 23. Ja. 735. Ja. 187. 187, ja. 327. 327. 189. 189? Ja. Okay, ja. 7775. Ja. 03. Okay, einen Moment. Ich gebe die nochmal durch und Sie sagen, ob richtig oder falsch, ja? Was soll ich machen? Ob, gucken, ob das richtig oder falsch ist. DE. Ja. 22 51 87 32 71 89 77 75 53. Richtig? Hallo, ja. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Der will dich mir wegnehmen. Nein, oh Mann, Peter, gib mir den doch mal, du bist mir zu besoffen. Wie, du wolltest doch mit mir Party machen. Ja, aber ich muss doch erstmal meine Arbeit machen. Gib mir den bitte mal wieder, den Herr Rakesh. Aber du schreibst bei meinem E-Mail. Ja, mach ich. Gib mir den aber erst. Hallo. Herr Rakesh, also nochmal. Was kommt nach der 3? Zu viel getrunken. Bitte? Das ist mehr als 3 gewesen. Was hat der getrunken? Was ist? Der hat sehr viel trinken, sehr viel Alkoholik. Ja, das stimmt. Ja. Was kommt nach der 3? Was kommt nach der 3, Herr Rakesh? Nee, Nummer 67. Das Huso, 67. Und dann nach der 3 kommt nochmal 67? Nee, Haus, ja, ja. Nee. Nein, ich bin mal schon mal fast die IBAN. DE. Ja. 22 73 51 87 32 71 89 77 55 3. Nee, 32. 32. Ja. Nee, das kann nicht sein. Aber warum denn? Falsch. Nochmal bitte. Oh mein Gott. Haben Sie die Bankleitzahl da? Was muss ich denn dann bezahlen überhaupt? Das sind mir gar nicht sagen. 50 Euro im Monat müssen Sie zahlen. Viel günstiger. Ich brauche nur ein existierendes Girokonto hier in Deutschland. Ja, können Sie aufschreiben? Ja. Ich habe Sie gegeben. Sagen Sie mir mal die Bankleitzahl, bitte. Hallo. Hallo, der muss Peter. Hallo. Ja. Hey, du vermisse dich. Ja, gib mir erstmal bitte den Ramschicker. Was soll ich dir geben? Gib mir den mal bitte. Aber warum willst du nicht mehr mit mir sprechen? Weil du mir die IBAN nicht gibst, weil ich nicht mit dir reden kann. Du bist mir zu besoffen. Habe ich dein Gefühl geletzt? Nein, du bist mir zu besoffen, Peter. Du
ich bin Russin, können nicht zu besoffen sein. Das ist Naturgesetz. Ja, deswegen gib mal den Herakisch, bitte. Oh, blöd, hast du was gegen Russen oder was? Nein, habe ich nicht. Kannst du mir bitte den Herakisch geben? Nur weil wir türkisches Flugzeug abgeschossen haben. Das war Notwehr, blöd. Nein, alles gut. Kannst du mir den Herakisch bitte geben? Oh, blöd. Du kannst noch zwei Minuten. Oh Gott. Hallo. Also schauen Sie mal, gucken Sie mal bitte auf Ihre Karte, ja? Da steht die Bankleitzahl und die Kontonummer drauf. Geben Sie mir die bitte einmal durch. Was ist denn daran so schwer? Ja, da steht gültig bis 2019. Genau. Ja. Die Bankleitzahl, die heißt BLK. Die steht hinten drauf. BLZ. Ja, das Sparkasse. BLZ, Entschuldigung. Sparkasse. Sparkasse sind Sie, ne? Gucken Sie mal hinten, wo Ihre Unterschrift ist, ne? Ja. Da steht BLZ. Geben Sie mir die einmal bitte durch. Hamburg, das ist Hamburg. Sparkasse. Genau, BLZ und dann, was steht da? Hamburg. Nein, da steht doch eine Nummer. Da steht auch IBAN. Unter der Unterschrift steht eine IBAN. Geben Sie mir die einmal bitte durch. Ja, das ist 193. 193. 055. 055. 4 mal eine 0. 1, 2, 3, 4, ja. Ja, 1, 0. 1, 0. 0, 1. 0, 1. 2, 4. 2, 4. 0, 6, 7. 0, 6, 7. Da fehlt, also, da fehlen Zahlen. Was fehlen Zahlen? Welche Zahlen möchten Sie haben? Schauen Sie mal. Auf, hinten, Sparkasse haben Sie, ne? Sparkasse, ja. Da, wo Ihre Unterschrift ist, ja? Gucken Sie mal hinten auf Ihre Unterschrift, ja? Ja. Da drunter ist die IBAN. Ja, aber das ist doch das Nummer, was hat das Piotr aufschreiben? Nochmal bitte. Also Sie haben die IBAN jetzt gefunden, ne? So, jetzt geben Sie mir noch einmal durch. Noch das letzte Mal die IBAN. DE. Ja, das fängt mit DE an. Oh Gott, aber Sie müssen doch meines haben. Warum soll ich Ihre Nummer vorlesen? Nochmal bitte. Hallo. Oh Gott. Ja. Hallo. Geben Sie die IBAN bitte, die fängt mit DE an. So. Hallo, wer ist denn da? Hallo, ich brauche einfach die IBAN, DE. Ich glaube, Sie haben die sicher, die sind ja total betrunken. Ich glaube, Sie können da kein vernünftiges Gespräch führen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Nein, kann ich auch nicht. Können Sie mir dabei hilflich sein, ja, bitte? Ich habe noch nichts getrunken heute. Ich bin gerade. Ich brauche von den Herrn Remschke, nehmen Sie mal bitte die Bankkarte von den Herrn Remschke, ja. Oder Ramschke. Rakesh, Entschuldigung, Rakesh. Ja, gib mir mal so, geben Sie mir bitte die Sie IBAN. Sind Sie von der Sparkasse wegen dem Diebstahl, der da begangen wurde? Genau. Ja, einmal die IBAN, DE. Jetzt gib mir das mal her. Ich weiß gar nicht, wo hast du das denn hingetan? Die junge Frau hat doch gerade noch mit ihr gesprochen. Wie wenn du das Geld wiederkommen willst, solltest du dir schon die Nummer geben. Die rufen ja nicht umsonst an bei dir. Ja, gib mir das mal. Gut, dass ich mit jemand Vernünftigen reden kann. Ja, das Gefühl kenne ich. Das ist sehr schwierig, mit vernünftigen Menschen zu sprechen. Oh, jetzt ja, eben. Deswegen einmal die IBAN bitte von den Herrn Rakesh. Ja, und können Sie das dann ja im Prinzip wieder beheben? Weil das sind ja große Summen, die ihm da verloren gegangen sind. Genau. Das machen wir ja. Wir stellen ihn ja um. Deswegen rufe ich ja auch an. Nur ich brauche die IBAN. Können Sie mir die bitte jetzt weitergeben? Sonst eskaliert hier gleich was. IBAN ganz schnell von den Herrn Rakesh. Können Sie das Problem denn dann beheben? Genau, kann ich. Deswegen die IBAN, bitte. Alter, nimm deinen Finger weg vom Telefon, du Hurensohn. Geh weg, blöd, jetzt mach dein Toastbrot. Babuschka, was machst du mit einem anderen Mann? Peter, Alter. Was machst du mit einem Schweizer, blöd? Du kannst einen Russen haben. Ja, tschüss, Peter, ganz ehrlich. Tschüss. Warte mal. Hallo. Ja. Wie geht's dir? Gib mir den anderen Typen bitte. Ich kann nicht mit dir reden, du bist mir zu besoffen. Welchen von den Typen möchtest du sprechen? Den ich zuletzt hatte, bitte. Gib mir den doch mal. Der hält sich seine blutende Nase. Ich glaube, mit dem kannst du jetzt gerade. Warte, ich gebe dir einen anderen Kollegen. Warte mal, der ist Hausmeister. Hallo? Können Sie mir die IBAN bitte geben, einmal von den Herrn Rakesh? Wer ist da bitte? Hallo? Tschüss! Blöd, oh blöd, wie geil war das denn? Oh, oh Gott, ich
liebe es. Ich liebe es. Oh, sie ruft zurück. Hallo. Kannst du einmal den Herrn Rakesh sprechen? Schönen guten Tag, Kringlat. Können Sie bitte sprechen? Einmal den Herrn Rakesh. Da, einen Moment bitte. Bitte? Hallo. Herr Rakesh? Ja, hallo. Einmal die IBAN bitte. Was bitte? Ja. Ja, hallo, hier ist der Sebastian Müller von den Stromwerken. Ich bin der Teamleiter der jungen Dame und zwar komme ich immer ins Spiel, wenn es Fragen gibt, die nicht so zur Beantwortung kommen. Ich sehe, dass Sie eben halt aktuell schon ein bisschen länger miteinander am Telefonieren sind. So, die IBAN wissen Sie, dass Sie eben halt auf dem Konto-Kärtchen immer die Nummer mit der DE. Lesen Sie die mir bitte langsam Ziffer für Ziffer vor. Nee, da bist du das Freund von der geile Frau oder was? Bitte nein, ich bin der Teamleiter der jungen Frau. Ich bräuchte nur aktuell, um das Ganze abschließend zu machen für Sie, einmal einen Nachweis, dass Sie in Deutschland eben mal ein existierendes Girokonto besitzen. Das kann man immer nachforschen mit der IBAN, das ist die DE. Das heißt, Sie sind ja schon eine längere Zeit dabei. Bitte einmal die IBAN, ja? Bitte? Was schreist du mich an? Was soll das? Bitte? Wie redest du mit Kunden, Blied? Sie sind Kunde, erst wenn Sie mir die IBAN geben und wir eben halt die Zusammenfassung machen. Dann solange sind Sie noch kein Kunde bei uns. Deswegen, bitte einmal die IBAN, ja? So lange kannst du mich anschreien oder was? Glaubst du, wir sind doch schon 45 Minuten mit der jungen Dame am Telefonieren. Die versucht ja schon wirklich krampfhaft mit Ihnen irgendwas hinzubekommen. Das heißt, wir müssen das Ganze, um Ihnen das Ganze schriftlich zukommen zu lassen, einmal bitte nachprüfen, dass Sie in Deutschland ein Konto haben. Das geht immer mit der IBAN. Einmal bitte die IBAN, danke. Hat das junge Frau aufgegeben, mit mir zu reden? Genau, deswegen mache ich das Ganze, ja? Oh, weißt du, bist du unfreundlich. Warte, ich gebe dir andere. Hallo? Ja, hallo, mit wem spreche ich gerade? Rakesh. Herr Rakesh, schön, dass Sie einen am Telefon haben, schön, dass Sie mit uns so viel Geduld haben. Wir sind ja aktuell hier von den Stromwerken und sind bei Ihnen eine Stromoptimierung am Durchführen. Die junge Dame hat mit Ihnen die Rechnung aufgestellt, das heißt, Sie sparen bei uns Geld. Wir müssen aktuell, um Ihnen das Ganze schriftlich zukommen zu lassen, einmal nachgucken, ob Sie in Deutschland ein Konto haben. Ich habe aber das noch, weil sie hat mit Peter gesprochen und mir dann Telefon gegeben. Ich habe das gar nicht richtig verstanden, was Sie möchten Sie machen, bitte. Bitte einmal die IBAN, um zu prüfen, ob Sie in Deutschland ein Konto haben. Ja, natürlich. Das jeden Monat Hartz IV kriegen. Vielen Dank. Ja. Oh Gott, endlich habe ich gewonnen. Da habe ich mich mit Kriminalpolizei gemeldet. Sehr gut. Oh mein Gott, das ist wieder epic lange Video, aber die wollte nicht mit Herrn Maulwurf sprechen. Das arme alte Mann. Das arme alte Mann. Oh mein Gott. Vielen Dank an alle Supporter und an die Freunde von Patreon. Es ist mir eine Ehre, euch an Bord zu haben und ich hoffe, ihr mögt Big Dig Dimitri. Ich werde ihr Instagram mal nicht nennen, weil sonst wird es Probleme mit sie geben. Dann werde ich sie kein Candlelight-Döner machen.